Wir sprechen heute über den Film Jeanne de Barry, die Mätresse des französischen Königs Ludwig XV., die diesen König um den Finger gewickelt hat. Kann man damit gute 2 Stunden zubringen? Und warum sitze ich hier eigentlich inmitten von Kerzen? Das erfahrt ihr in dieser Kritik. Los geht's! Ein Historiendrama, und natürlich trumpft dieser Film mit pompösen Bildern auf. Wir sehen das Schloss von Versailles, allerdings als Zuseher reiten wir da nicht mit Jeanne entsprechend hinein und sehen es dann, sondern die Kamera zeigt erst den Himmel und dann macht sie einen Schwenk auf das Schloss von Versailles. Wirklich ein schöner Kniff, der praktisch die Nähe zum Himmlischen vermittelt, als wäre in diesem Schloss kaum etwas irdisch. Ein schöner Einstieg. Weitere umwerfende Bilder sind hier zu finden, aber nicht nur Prunk und Ästhetik spiegelt sich in diesen Bildern wieder. Auch die Verhältnisse des Hofes sieht man dann in der Bildsprache wieder gespiegelt. Wenn etwa der König etwas kränkelt, man spendiert ihm aber dann nur 1/4 des Bildes. Die anderen sind dann irgendwelche anderen Mätressen, Geschwister des Königs, die Königin vielleicht noch und andere Hofnarren, möchte ich sagen, die einfach nur das Geld von ihm verprassen. Man sieht also, der König hat zwar das Sagen, aber die anderen, ja, möchten natürlich monetär da sich beteiligen. Kommen wir ganz kurz noch zur Geschichte. Wir lernen die junge Jeanne kennen, als sie noch keine Jean Barry ist, sondern erstmal ein kleines Kind und damals schon sehr gern die Nase in den Büchern gesteckt hatte. Als Tochter einer Köchin, ja sozusagen ein armes Kind, hat sie es dann aber später geschafft. Durch ihre geschickte Galanterie, wenn sie dann ein bisschen jugendlicher ist und später erwachsen, kann sie sich dann durch hohe Gesellschaftsschichten hindurch manövrieren und ja, da auch ein bisschen für Prunk im eigenen Haus sorgen. Und letztlich führt es dann auch dazu, dass sie den Grafen de Barry ja nimmt, beziehungsweise dass er sie nimmt, fast schon zur Frau, und dann ja avanciert sie sozusagen zu einer höheren Schicht. Irgendwann wird sie natürlich Jeanne de Barry, und der Graf ist aber irgendwann auch erpicht, sie dann weiterzureichen, dass hoffentlich der König Ludwig XV. Auf sie aufmerksam wird, denn der ist ein richtiger Lustmolch und hat schon ein paar gern neben der Königin noch ein paar Gespielinnen im Bett. Und da heißt es dann, hoffentlich kann Jeanne da überzeugen dann, als sie dann vorstellig beim König wird. Und als sie dann endlich vorstellig beim König wird, wie der Trailer uns bereits verrät, ist natürlich klar, gut, da ist Sympathie auf jeden Fall auf beiden Seiten vorhanden. Allerdings natürlich auch Intrigen, wenn diese nervtötenden und blasierten Töchter des Königs dann auf den Plan treten und andere Figuren, bei denen man gar nicht weiß, was zum Teufel die auf dem Hof machen, außer wieder saufen und knattern. Ja, dann geht es natürlich auch schon ein bisschen an den Kragen und sie hat dann nicht nur eine schöne Zeit. Historiendramas sind nicht immer unterhaltsam, sondern oftmals trocken. Jeanne de Barry ist aber da ganz anders. Der baut humoristische Elemente ein. Zum Beispiel wird gesagt, man darf dem König niemals den Rücken zuwenden, sondern man muss sich dann von ihm fortbewegen, ihn anblickend und ganz winzig kleine Schritte machen, was letztlich absolut idiotisch aussieht. Und Jeanne kann damit nicht so ganz umgehen und lässt es dann. Aber das wird dann immer wieder während des Films aufgegriffen und ist schon sehr lustig. Ein weiterer sehr lustiger Moment, bei dem Maiwenn, die nebenbei gesagt die Hauptrolle spielt und Drehbuch mitgeschrieben hat und eben Regie führt. Bei dieser einen Szene, als sie das geschrieben hat im Drehbuch, musste sie bestimmt selber sehr schmunzeln. Nämlich, als sie dann nämlich mal mit dem König im Bett zugange ist und dann der Morgen anbricht, ist es natürlich wichtig, dass der König sein Morgentoilette und so weiter macht. Aber das macht er nicht ganz normal wie Hinz und Kunz, sondern da kommt dann der halbe Hof. Die Morgentoilette eurer Majestät. Dann wird er erstmal rasiert, er darf pullern, er wird angezogen und alles wird schwülstig unterstrichen mit die Morgentoilette eurer Majestät, die Rasur eurer... Und es wird so übertrieben und die Musik setzt dann auch noch so schwülstig ein. Es ist wirklich herrlich, das mit anzusehen. Währenddessen sitzt Jeanne de Barry in einem Einwegspiegel und schaut sich das ganze Treiben an und ist natürlich sichtlich amüsiert dabei. Das ist wirklich eine tolle Szene. Jeanne de Barry wirft außerdem die Gepflogenheit des Hofes gehörig durcheinander, wenn sie zum Beispiel mal mit männlichen Klamotten, die eigentlich dem König vorbehalten sind, auf dem Hof herumstolziert oder wenn sie dem König einfach mal auf den Mund küsst. Oh, das gehört sich aber nicht, Fräulein. Das, ja, da wirft sie schon einiges durcheinander. Auch musikalisch, wie gesagt, ist es teilweise sehr pompös, was einfach die Szenen wunderbar unterstreicht. Zum anderen ist die Musik von Stephen Warbeck aber auch im Emotionalen sehr versiert. Wenn wir uns vielleicht gegen Ende von der einen oder anderen Figur verabschieden müssen, das nimmt einen dann doch überraschenderweise mit, obwohl das ja hier nur
Mitbewohner der Dekadenz sozusagen sind. Das funktioniert auch musikalisch wirklich sehr gut. Die Kostüme und Sets sind natürlich entsprechend pompös und sehen verflucht hochwertig aus. Und das bei einem günstigen Budget von 22 Millionen. Das sieht alles wirklich sehr toll aus und sehr, sehr einladend, da auch mal den einen oder anderen Abend da zu verbringen und man schwelgt in den Bildern. Außerdem, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum ich hier ein paar Kerzen arrangiert habe, außerdem ist die Beleuchtung ganz toll und zwar nicht überbordend, dass alles ja viel zu sehr ausgeleuchtet ist, sondern sehr nuanciert. Entsprechend, ich maße mir jetzt nicht an, dass ich sage, das sieht jetzt hier entsprechend so aus, sondern der Abend ist entsprechend ausgeleuchtet, dass es einigermaßen hell ist, aber es ist eben nicht sehr ausgeleuchtet. Entsprechend sieht man die Figuren immer ein bisschen im Halbdunkel und das passt eigentlich gut, weil du das Gefühl hast, du kannst niemandem trauen. Und entsprechend werfen die Kerzen Schatten in die Gesichter, was nicht gerade für Vertrauen sorgt. Zur Geschichte kann man sagen, da wird nicht viel geknattert, also es wird sicherlich getan, aber man sieht es nicht unbedingt. Vielmehr werden die Verhältnisse im Hof dargelegt, wer steht zu wem, wie nervig sind diese blöden Schwestern, machen die überhaupt was? Man sieht aber auch, dass der König eigentlich außer ein bisschen Dekadenz, viel Fressen und ein bisschen Treibjagd am Nachmittag politisch nicht so engagiert ist. Und man sieht eben, wie viele Mätressen er hat und so weiter. Also wirklich das Hofleben ist da interessant. Der gemeine Pöbel hat praktisch keine Stimme, sondern eben nur die piekfeinen Leute auf dem Hof. Im Fortlaufen des Filmes spitzen sich dann natürlich dramatisch die Intrigen zu. Der König beweist seine Stellung als unverbesserlicher Lustmolch. Die Töchter des Königs sind jeden Tag ätzender zur Jeanne de Barry. Und letztlich weiß Jeanne de Barry auch nie, ob das Damoklesschwert des Königs nicht irgendwann auf sie niederprasselt, wenn er sich eine andere sucht. Das ist so das Problem. Und so vergehen vergnügliche 2 Stunden, in denen man seinen ästhetischen Gelüsten nachgehen kann, man emotional aber trotzdem nicht auf der Strecke bleibt und das bei einem Historiendrama. Und ich verrate nur so viel, die Regisseurin trägt auch eine Person zu Grabe.